Media Concept, Ihr Partner für regionale Werbung, wünscht gute Unterhaltung. Die Eispiraten Grimmitschau wollen ihren positiven Lauf fortsetzen. Zuerst im Heimspiel gegen die Dresdner Eislöwen. Am Sonntag geht es dann zu den Ravensburg Tower Stars. Beide Teams sind auch mögliche Gegner in den Playdowns, also heißt es unbedingt punkten. Gelassener können die Wölfe aus Schönheide ins Wochenende gehen. Sie fahren als klare Favorit am Samstag ins Waldstadion nach Nieski und treffen dort auf die Tornados. Da die unmittelbaren Verfolger in der Regionalliga Ost gegeneinander spielen, könnten die Schönheider die Tabellenführung sogar ausbauen. Der FSV Zwickau hat in der Rückrunde aus 2 Spielen 4 Punkte geholt. Denen sollen im Sonntagsduell in der heimischen GGZ-Arena 3 weitere folgen. Sicher kein leichtes Unterfangen, denn mit den Löwen aus München kommt ein Team an die Mulde, das in den vergangenen 6 Spielen ungeschlagen blieb. Aber der FSV hat kurz vor Transferschluss noch einmal zugeschlagen. Vom SC Paderborn kommt bis Saisonende Johannes Dörfler und verstärkt das Team von Trainer Joe Enox. Das Spiel gegen die Löwen aus München vor der Brust gab es zunächst einen kleinen Rückblick auf das doch etwas glücklich gewonnene Spiel vergangenen Samstag in Magdeburg. Klasse, schön, 3 Punkte geholt, aber halt daraus lernen. Dass wir halt, wenn wir so eine Halbzeit spielen, wie die erste Halbzeit in Magdeburg, dass es halt sehr, sehr, sehr schwer für uns sein wird. Trotzdem Selbstvertrauen rausnehmen, dass wir halt zurückgekommen sind, dass wir halt wirklich in der zweiten Halbzeit konsequent gespielt haben, gerade hinten nicht so viele Torschüsse zugelassen haben und selber unsere Möglichkeiten vorne gesucht haben. Vor allem mental war dieser Sieg in Magdeburg für den Trainer wichtig. Zweite Halbzeit, das ist halt spricht für die Mannschaft, dass wir Lösungen gefunden haben, dass wir anders aufgetreten sind, dass wir halt weniger Torschancen zugelassen haben und da unsere wahres Gesicht gezeigt. Natürlich hätte man halt 2-3-0 hinten liegen müssen oder können in der Halbzeit. Gott sei Dank, ein bisschen Glück, liegen wir nur 1-0 zurück und dieser Ein-Tor-Unterschied hat uns vielleicht ein bisschen mehr halt Zuversicht gegeben und hatten einfach klare Aktionen gehabt und diese klare Aktion gerade in der Offensivbereich genutzt, um halt Tore zu schießen. Wo ich mich halt sehr gefreut habe, dass wir halt hinten konsequenter gespielt haben, dass wir halt keine Torschancen zugelassen haben oder weniger Torschancen zugelassen haben und nur so geht's. Genau das soll auch das Rezept gegen den TSV 1860 sein. Der Plan steht im Groben fest. Wir wollen halt zu Hause dominant auftreten, das heißt, dass wir halt früh pressen werden, dass wir halt, das machen wir kein Geheimnis raus, so spielen wir, auswärts sowie zu Hause. Das gelingt uns besser zu Hause mit einem Zuschauer im Rücken halt wirklich viele Zweikämpfe in der gegnerischen Hälfte zu führen. Wir erwarten genauso einen Gegner, der halt hochpresst gegen uns, der sehr kopfballstark, der halt gute Standardsituationen besitzt und deswegen entscheiden sich in diesem Spiel halt Kleinigkeiten. Wir werden nicht abwarten spielen, wir werden halt aggressiv attackieren und versuchen halt so schnell wie möglich halt den Ball in der gegnerischen Hälfte zu gewinnen. Die Kleinigkeiten, könnten das die hauptsächlich 1-1-Verhältnisse sein? Definitiv. Das hat man halt in Magdeburg zum Beispiel gesehen, dass wir halt uns auf der rechten Seite durchgesetzt haben, gute Flanke reingebracht haben und dann torgefährlich werden. Diese 1-gegen-1-Situation halt für uns zu entscheiden, konsequent in der eigenen Hälfte und dann halt mutig in der gegnerischen Hälfte zu sein. Noch im vergangenen Jahr konnten die Zwickauer mit einem 5-2-Sieg vom Feld gehen. Das scheint diesmal nicht so klar ausgehen zu können. Wir würden uns halt natürlich über einen Sieg freuen, aber wissen, dass es halt gegen einen sehr, sehr, sehr guten Gegner, also nicht zu vergleichen mit letzter Saison zu diesem Zeitpunkt. Ich glaube, dass 1860 halt immer halt sehr gut besetzt war, halt von Spielerpotenzial. Die sind sich einig im Spiel, wie sie spielen wollen. Ich glaube, dass beide Mannschaften, Zwickau sowohl als auch 1860, dass wir halt sehr zielstrebig spielen. Das war sehr viele Torraumszenen geben wird. Wir hoffen, unsere Tore sauber zu halten, aber trotzdem unsere Torchancen zu nutzen. Und Zwickaus Trainer weiß dabei ganz genau, wie er den Gegner einzuschätzen hat, sieht das Potenzial des TSV nüchtern und real. 1860 hat immer halt einen sehr guten Kader.
Die haben auch in der Hinrunde, wo sie halt vielleicht nicht so konstant gepunktet haben, wirklich gezeigt, dass sie individuell, gerade halt im Hinspiel gegen 1860, dass sie eine individuelle Klasse haben, dass sie halt wirklich immer in der Lage sind, gute Mannschaften zu schlagen. Jetzt ist die Konstanz gekommen. Konstanz ist da durchgekommen, glaube ich, dass es von außen betrachtet, dass sie unheimlich gut gegen den Ball arbeiten. Die pressen sehr hoch. Die haben vielleicht ein kleines Stück von uns abgeguckt, wie wir pressen. Jeder ist bereit, halt wirklich aggressiv anzulaufen. Das gibt keine Ausnahmen. Die sind halt hinten sehr, sehr, sehr konsequent. Die beiden Innenverteidiger hauen alles weg, was in ihre Richtung kommt. Durch diese Arbeit gegen den Ball werden sie halt einfach erfolgreicher. Das ist das, was den jetzt im Moment ausmacht. Dagegen kann und soll vielleicht der Neuzugang Johannes Dörfler mehr Druck nach vorn bringen. Johannes hat eine unfassbare Dynamik im Spiel. Wir sehen ihn nicht nur halt auf Außenbahn, sondern halt hauptsächlich vorne im Sturm. Als Partner mit Vego, mit King oder sogar mit Elias, der diese tiefe Wege macht. Wir haben jetzt zur Zeit nach dem Auswahl von Dennis Jeppel und Elias Huth so ein bisschen Dynamik verloren vorne in der Spitze. Und da wollten wir unbedingt ersetzen, dass wir halt klar die Bälle, die auf King gespielt werden, wenn er die verlängert, dass halt wir einen Stürmer daneben haben, der halt diese Geschwindigkeit besitzt, der halt in die Tiefe gehen kann. Dem Spiel in die Tiefe kann auf unterschiedliche Art und Weise entgegengewirkt werden. Mit einer variablen Dreier- und Fünferkette oder einer konsequenten Viererkette. Ja, es gibt viele Spieler, sag ich mal, die irgendeins davon bevorzugen, aber bei uns ist es relativ egal. Ich meine, ob Viererkette oder Dreierkette, wir machen das Ding, denke ich mal, gut, egal welches System. Der Trainer entscheidet im Endeffekt und wir Spieler machen das und wir haben wenig Probleme damit, in was für ein System wir spielen. Dabei sind die Männer im Abwehrverbund klar, wie es gegen die Löwen laufen soll. Ja, auf jeden Fall die Fehler vermeiden, was wir in Magdeburg gemacht haben. Wir wissen, dass es in der ersten Halbzeit auf jeden Fall nicht gut von uns war. Darum müssen wir jetzt gegen die Münchner auf jeden Fall von der ersten Minute an kompakt und sicher fehlerfrei hinten stehen. Aber auch die Mannen um Trainer Michael Köllner wollen den Weg von der Isar an die Mulde nicht umsonst antreten. Auch ihre Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, um ihre Serie von 6 ungeschlagenen Partien nicht reißen zu lassen. Wir brauchen am Sonntag ein brutal gutes Zweikampfspiel. Und das ist die Basis, dass wir überhaupt dort eine Chance haben. Wer Zwickau in der Saison verfolgt hat, ich habe zum Glück das Hinspiel im Grünwalder, das war das einzige Spiel, was ich live im Grünwalder gesehen habe, beobachten können. Das war, wie gesagt, das Spiel auf Augenhöhe und ich war letzte Saison einmal in Zwickau gegen Rostock mal ein Spiel angeschaut. Also in Zwickau zu spielen ist sehr, sehr schwer. Da müssen wir uns auf einen wirklich heißen Ritt, einen heißen Tanzort einstellen und da brauchen wir einen richtig guten Fußball und vor allem müssen wir die Zweikämpfe bestreiten, wie wenn es der Letzte wäre. Und wenn wir das nicht schaffen, dann wird es da drum nichts zu ernten geben. Und wie gesagt, bin guter Dinge, aber wie gesagt, dass wir uns am Sonntag auch wieder gut vorbereitet sehen werden und natürlich auch dann am Ende unsere Serie vielleicht in Zwickau hoffentlich erhalten können.